Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 von Gothic 2, das goldene Tor. Wir sind zurzeit im Paladin-Lager, haben in der letzten Folge die Umkehrung des Banns abgeschlossen. Und Milton ist immer noch inhaftiert. Wir sind zurzeit eigentlich mit der Aufgabe betraut, die Orks zu warnen, dass die Piraten einen Angriff auf die planen. Währenddessen, wie gesagt, Beginn von Kapitel 3. Sehr, sehr viele Gegner überall. So wie hier dieser nette Dämon. Der mir überhaupt keine Probleme bereitet. Das ist, glaube ich, einer, der 550 HP gibt. Der sieht ja auch ein bisschen anders aus in der Textur. Also theoretisch können wir die auch zu den Paladinen locken. Und die helfen uns dann so ein bisschen aus. Am Ende stibitzen mir die Blödmänner nur die EP. Und das ist mir dann auch nicht wert. Ja, das war ein 550er. Der hat uns jetzt auch nur einmal getroffen. Schön ist, die Dämonen, die haben schön viel Tränke immer dabei. Ich penne direkt mal ein halbes Stündchen und dann geht's direkt weiter. Ich weiß, wir sind jetzt schon fast 20 Stunden drin im Spiel. Da liegt schon wieder irgendwas im Boden. Ich übersehe das doch nicht. Die Sachen sind doch neu gespawnt. Verarsch mich doch nicht. Guck mal hier. Da. Leder Lederbeutel schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Sogar einer mit 100 Gold. Ja, perfekt. Also ich glaube, manche Dinge spawnen irgendwie neu, andere nicht. Theoretisch müssten wir jetzt auch gar nicht mehr groß nach jedem Gegner wieder pennen. Ja, klar. Aber wir tun es trotzdem. Also dann, wenn ein Bett halt so nah ist, dann mache ich das halt immer noch. Alter, die Dämonen sind wirklich gar kein Thema mehr. Ach. Ui. Level up. Und zwar gleich. So, hier haben wir einen Warg. Irgendwas ist jetzt hier alles gespawnt worden. Golems, Dämonen. Das Kapitel 3 ist die volle Packung. Und da ist das Level up. Und jetzt gibt es gleich erstmal das kleine Power-Up. Jetzt kommt erstmal das kleine Power-Up. Jetzt werden nämlich die ganzen 10 Lernpunkte genutzt, damit wir auf 70 Stärkepunkte kommen. Und dann schauen wir auch mal, wie sich so die Kosten verhalten. Ja, gucken wir auch gleich mal. Erstmal wird der Stärkering abgelegt. Wer war hier der Stärkelehrer? War Lord André, alles klar. Hätte ich mir ja denken können. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Man weiß gar nicht mehr, wie. So, die Kosten sind immer noch 2 zu 1. Das sei an der Stelle nochmal ganz kurz erwähnt. Man weiß gar nicht mehr, wir kommen jetzt auf 70 Stärke. Sind bei 54% Einhandkampf. Ich wundere mich über gar nichts. Kommen auf 59 mit der südländischen Verteidigung. Das Einzige, was ich mir jetzt noch kaufen wollen würde. Das ist wirklich nicht mein Problem. Zumindest bis hierhin. Nächstes Level Up sind nur 10.000. Ich glaube, das ist gar nicht unmöglich. Ah, das ist ein Lurker, kein Varan. Ach man, jetzt hat der andere was gesehen. Mit Schmackes. Schön mit Schmackes. Hier doch eine Runde pennen können, fällt mir gerade auf. Also mit dem edlen Langschwert sind wir mal ein gutes Stück souveräner unterwegs. Aber der kriegt gar nichts mit. Hat er sich anders ausgemalt, glaube ich. Okay, eins nach dem anderen. Also die Dämonen hier waren das Schwierigste und der Inferno-Varan
Inferno-Lurker. Machen wir nass. Oder den da. Der will natürlich als erstes dran. Also ihr seht jetzt schon, das Edellangschwert macht einen mächtigen Unterschied. Und jetzt sind wir eigentlich wieder an der Stelle angelangt, an die Stelle gekommen, an der man eigentlich auf Stärke mehr oder weniger scheißt und zusieht, dass man halt die Crit-Chance erhöht. Hier ein Gegner drin? Nee, ich dachte irgendwie, ich hätte einen Schweif verschwinden sehen. So, was haben wir hier? Inferno-Waran. Und auch der angerichtete Schaden kann sich sehen lassen. Das Schönste ist vor allem, dass ich anfange zu brennen und jetzt sterben muss. Nee, was ich sagen wollte, das Schönste ist vor allem die Reichweite. Endlich ein Langschwert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel schöner das ist. Also für jeder, der das Spiel kennt, der weiß natürlich genau, wovon ich rede. Das ist einfach ein Segen. Jetzt brauchen wir Crit-Chance. Ganz klar. Hey. Wo, wie, was, warum? Normale Warane. Ist noch einer hinter uns? Nö. Aber so ein Vieh. Okay, wir haben wirklich sehr viele Gegner in Kapitel 3, ich sehe schon. Und noch die Möglichkeit, dieses Easter Egg zu besuchen. Ich denke mal, so ein Skelettmagier kriegen wir auch klein mittlerweile. Die Frage, was da sonst noch so auf uns lauert. In diesem Brunnen. Ich will es auf jeden Fall herausfinden. Und ich werde es auch herausfinden. Vorausgesetzt, wir kommen da wieder raus. Aus diesem Easter Egg komme ich ja nicht hoch. Bubble nicht. Ach, schon uff. Freund. Gleich wäre ich gastig. So, geht doch. Das haben wir nicht unsere Ruhe und ich renne direkt in die Kamera. Okay. Ist das ganze Paladin-Lager ausgeflippt oder was? Was war denn das eben? Also so viele Klingen hört man gleichzeitig simultan ziehen. So, jetzt aber. Ja, auch die sind mittlerweile sehr erträglich geworden. Kann man nicht anders sagen. So, ich hoffe, das sind Lurker. Ja, sind's. Sehr gut. Wenn sich der eine sich aufbaut, wird er schon niedergeknüppelt. Lurker nehme ich gerne mit. Dann laufen wir erstmal zum Neoras. Töten da alles auf dem Weg. Zur kleinen Barriere. Natürlich ist da hinten wieder so ein Kackbaran. Bei unserem Glück. Apropos Glück, habt ihr gerade gesehen, wie oft ich gegen den vergeigt habe. Und als kein Crit, willst du mich komplett veräppeln? Ey. Über 50%. Habe ich gerade eben nicht gemerkt. Da muss ich erstmal ganz kurz schlafen und drüber nachdenken, was ich hier falsch gemacht habe. So, 10.000 EP sind allerdings wirklich gut drin. Wieder 3.000 gemacht. Mann, Mann, Mann. Also Kapitel 3 kann man wirklich dann nochmal die EP dazugewinnen. Ich bin
Am Anfang war es ja doch sehr schleppend, muss ich sagen. Ist das wirklich? Also wenn es ja auch keine Stufe 40, das im Leben, nicht? Aber es wird wenigstens doch gut, was jetzt hier... Es wird jetzt langsam, aber sicher komplettiert, so könnte man sagen. Also 200 Stärke, das können wir knicken, so weit wird es nicht gehen im Spiel. Aber die 100 Stärke kriegen wir schon. Aber klar, 100 Stärke und 100 Geschick und dann noch ein bisschen was auf Mana und dann alle Fähigkeiten. Das ist Wunschdenken. Er hat gerade eben seinen Magen geknurrt, habe ich einen Dämon gehört oder habe ich mir das eingebildet? Irgendwie dachte ich gerade, ich hätte so einen Dämonen gehört, als ich da vorbeigelaufen bin. Aber wer weiß. Vielleicht ist ja auch irgendwas unter uns. Das würde auch erklären, warum offenbar so viele Klingen gezogen wurden. Vielleicht ist genau unter dem Paladin-Lager eine riesige Untotenhorde. So, jetzt kommt das Schwein hier dran. Schön. Die ganzen Krallen und Häute und Felle und sonst was können wir notfalls natürlich auch verkaufen. Ach Gott. Du Schwein. Hättest früher schießen sollen. Ein Eisblock. Der hat gar nichts dabei. Sowas war auch. Ein brennender Scavenger. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Dämon gewesen. Hier sind ja die paar Orks. Die Orks könnte man vielleicht auch irgendwie niederschlagen. Für die EP, meine ich. Aber wir können sie auch lassen. Nee, das ist jetzt kommen. Wir müssen nicht übertreiben. Auch wenn mir es ein bisschen in den Finger juckt. Dass ich so ein bisschen mehr raushol als vielleicht vonnöten. Nur um dann den Taschendiebstahl noch zu erlernen, damit wir die andere Quest im Orklager noch machen können. Fallen hat mein Freund. Die Hitbox von Dämonen ist wirklich komisch. Da halte ich mich fest. Beziehungsweise da bleibe ich dabei. Also die sind einfach nur seltsam, die Jungs. Hier nicht, die sind gescheit. Die machen genau, was sie sollen. Und die enttäuschen niemals. Die Goblins, die sind in der Reihe. Die sind in der Reihe, davon ist ein brennender Scavenger, den boxen wir auch noch um. Also ich bin noch ein bisschen im Überlegen, ob wir nochmal, aber ich glaube nochmal in Stärke bringt jetzt gar nichts mehr. Also erstens kommen wir jetzt hier gerade in den Kämpfen ganz gut zurecht. Und zweitens benötigen wir eigentlich noch so viel. Also das mit dem Bergbau, das legen wir ad acta, das ist jetzt wirklich Quatsch. Denn mit der schweren, nicht die schweren, mit der normalen Erzschlachtklinge haben wir, jetzt lass mich nicht lügen, das müsste die zweitbeste Einhandwaffe im Spiel sein. Beste ist der Erzdrachentöter. Dementsprechend scheißt der Hund drauf. Und unser Schaden kann sich auch jetzt schon mit dem Langschwert gut sehen lassen. Wenn wir die Schlachtklinge führen können, sollte der Schaden nochmal verdoppelt sein. Das heißt, wir müssen eigentlich eher zusehen, dass wir öfter kritisch treffen. So, nochmal Lurker. Klar, kommt jetzt kein Crit raus. Ja, gerade bei denen sieht man das. Also Musterbeispiel Lurker. Wenn du mit Crit triffst und dann ohne. Ja, das eine ist ein Trauerspiel, das andere ist ein Meteoriteneinschlag. Ach ne, noch so ein Witzbold.
So ein Penner. Komm, schieß doch, schieß doch. Warte mal. Ah. Fuck. Das habe ich jetzt komplett ignoriert und vergessen. Schön ist nämlich, der da oben hat das nämlich jetzt irgendwie ignoriert. Mit dem kommen wir gleich nochmal. Ja. Schnell dem Schuss ausweichen. Und nix wie hin in die Bude. Und ab ins Bett. Der wird auch denken, was soll das hier eigentlich, Mann? Was macht der für ein Kasperletheater? Aber das muss man ausnutzen. Man muss ja alles ausnutzen. Die Nähe zu Betten ist ein Fest. So, der hängt noch ein bisschen. Der hängt sogar noch ein bisschen. Er hat gerade seinen Eisblock auch nicht draußen. Ein Skelett kann er gerne beschwören. Das sind nämlich nochmal 300 DP. Ja, mach ruhig. Nee, irgendwie hat er auch den Eisblock draußen. Ich glaube, der hängt ein bisschen fest, der Freund. Dabei hat er auf jeden Fall nichts. Da ist ein Schattenläufer da hinten gespawnt. Normalerweise wäre da ja bloß der Feuergolem. Stell dich mal vor, da wäre ein Feuergolem und dazu noch ein Schattenläufer. Da wirst du ja die Krise kriegen. Guten Tag. Der erste Schattenläufer, glaube ich, im ganzen Spiel. Und tschüss. Ja, gut. Jetzt kriegen wir halt alles bloß keinen Schattenläuferfell aus dem heraus. Schattenläuferhorn natürlich. Fell kriegen wir. Aber da das jetzt keinen großen Mehrwert hat und das vieles davon ist ja wirklich nur wichtig, um an Geld zu kommen, und das haben wir jetzt gut umspielt, gut umschifft. Dementsprechend brauchen wir uns hier gar nicht groß zurückhalten und geben die Lernpunkte lieber für andere Sachen aus. Schön ist vor allem mit dem Langschwert, kommen die Dämonen fast nicht mehr an einen ran. Wunderschön. Und tschüss. Ich glaube, der hat sich grün und blau geärgert. Apropos EP. Eieieiei. So nah am Ziel. Also wir kommen auf jeden Fall. Nächstes Level Up wird auf Einhand investiert. 5 Punkte. Und dann noch auf die Schlachtklinge plus die Dings dazu noch, die südländische Verteidigung. Da sind wir gut dabei. Da sind wir sehr gut dabei. Da kriegen wir nochmal. Wir haben jetzt. Der Edellangschwert bringt 6. Das heißt, wir kriegen nochmal 4 drauf, also nochmal 14. 68%, damit kann man arbeiten. Sobald du die 60% erreicht hast, bist du ja auch relativ sicher. Hier drin ist der Sound wieder geringer, warum auch immer. Hier war ja noch der Kristall. Also schön, dass hier auf jeden Fall alles wieder gefüllt wird mit Gegnern. Hätte man den Feuerteufel hier nicht umgebracht, ich weiß nicht, ob dann der Dämon überhaupt hier gespawnt wäre. Und falls ja, toi toi toi, dann das erledigen zu wollen. Wenn du da nämlich einen Feuerteufel und einen Dämon drin hast, wird's unangenehmer. Ich meine, gut, mittlerweile mit dem jetzigen Equipment wird's auch wieder gehen. Aber zum damaligen Zeitpunkt der Feuerteufel, gut, ich meine, ich habe dem, glaube ich, einfach nur eine Wasserfaust in die Fresse gebatscht und dann war's das mit dem. Aber im Normalfall ist der ja auch eine größere Nummer. Ja auch Gegner. Der Bereich hier scheint ein bisschen davon verschont zu sein. Da geht's zum Easter Egg.
Hier ist ansonsten erstmal Ruhe. Das heißt, die Steinwächter werden wir in der nächsten Folge noch niedermachen. Ein Inferno-Varan habe ich leben lassen aus Kulanz. Ne, Quatsch, die haben uns damals einfach den Arsch aufgerissen. Dann können wir auf jeden Fall das... War das hier das Haus der Heiler? Ne, der Priester, genau. Das Haus der Priester werden wir dann nämlich noch... looten und gucken, was drin ist. Und dann geht's Richtung Easter Egg und weiteres munteres durch die Gegend säbeln und dann... wird noch Einhand gelernt und dann irgendwann können wir die Schlacht auch gerne beginnen lassen. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.